So, ich will herausfordern. Ich will das Let's Play in die Länge strecken, damit wir 90 Folgen erzielen. So, und wir haben sowieso lange kein Kartenspiel mehr gehabt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt sieht mir verdammt stark aus. Noch geht's, aber So. Dann würde der Zauberer hier oder so. Und den machen wir zum Mana. Ich will nämlich an seinen Mana-Typen dran, der muss sterben. Weil guck mal, der macht gefährlich viel Mana, was gefährlich viel ist. Mach den Blob oben erstmal weg. Okay. Oh, oh, oh. Was ist das denn für einer? Ich weiß es nicht, aber es ist... Ach, das ist der Gero. Oh, stimmt, der Gero. Ja gut, den kann man wegmachen, ja. Ja. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, ich würde sagen, nochmal herausfordern, oder? Nee, nochmal machen wir es nicht. Wieso? Nee, solche Sachen will ich dann mal irgendwann offscreen machen. Ach nö. Doch. Ich will sehen, was für eine Karte der uns gibt. Ja, das wirst du dann sehen, wenn wir offscreen da spielen. Aber ich werde es jetzt nicht hier unnötig in die Länge ziehen. Ich habe es versucht, er war zu stark und das war's. Ja. So. Oh, guck mal, hier können wir kaufen. Was können wir denn hier kaufen? Ein Händler. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Wir verkaufen alle möglichen seltenen Gegenstände. Glückshalskette, Windschwert. Das Windschwert ist schwächer als unseres. Oh, Krimskrams-Sonar. Findet alle Truhen. Sollen wir den mal kaufen? Ja. Wupp, wupp. Mit diesem praktischen kleinen Gerät werdet ihr alle möglichen Truhen finden. Das sieht aus wie das Sonar von, wie heißt sie? Von was, Dragon Ball, was ist denn von die Bulma. Glückshalskette? Warum steht da mal 2? Ja, Geld mal 2. Eine Glückshalskette für 500. Wenn ihr diesen Gegenstand tragt, hebt ihr doppelt so viel Geld auf. Können wir das immer weiter stapeln? Wäre mal witzig zu wissen, ne? Ja. Und wieso willst du nicht das Windschwert? Das ist schlechter? Ja, das hatte minus 2 Angriff. Weil wir doch schon mit, hier Dings verbessert haben, da Orikon-Schwert. Oh, aber wir können hier verkaufen noch. Fällt mir ein. Zack. Wir haben, was haben wir an? Wir haben den Orikon-Gürtel, das heißt, wir können Stahlgürtel verkaufen. Wir haben Orikon-Schwert, das heißt, das können wir verkaufen. Ups. Und sonst nichts. So. Müssen wir das Ding anziehen oder trägt er das automatisch? Oh. Ah, guck mal, jetzt haben wir... Ah, hier in der Nähe ist irgendwo eine Truhe und eine keine Karte. Cool. Tragen wir den Wir kriegen Kette doch hin? Eine Karte. Von dem Typen. Ja, aber in der Truhe gibt es hier keine Karte. So. Naja, jedenfalls du übernimmst das Steuer wieder. Ach so, ja. Und darfst mal draußen mit dem Typen reden. Mit dem? Jo. Sogar hier verkaufen wir Waffen? Warum können die Leute nicht aufhören zu kämpfen? Wird es jemals einen Ort ohne Krieg geben, einen Ort ewigen Friedens? Nein. Nicht für dich. Warte, geh da ins Haus rein, geh da ins Haus rein. Du kitzelst mich. Ich kitzel dich gar nicht, ich berühre dich nicht mal. Ein Stern. Ein Stern, der deinen Namen. Nein. Okay. Den Gag hast du jetzt schon so oft gerissen. Kein Duell, nur reden. Habt ihr von Cyrus gehört?
Er ist der Held unseres Dorfes. Er hat Sid, dem großen Erfinder und Gründer unseres Dorfes, beim Bau der allerersten Flugmaschine geholfen. Dann verschwand er einfach so und völlig spurlos. Manche Leute behaupten, dass er ein Außerirdischer war, der in einem interdimensionalen Raumschiff hier ankam. Klingt ganz schön verrückt, oder? Findet ihr nicht? Vielleicht war er ja Namekianer. Können wir bitte mit Nein. ihm kämpfen? Wir zögern das Let's Play nicht unnötig hinaus. Ja gut, ich verstehe, dass du mit dem einen Typ nicht mehr kämpfst, aber warum du nicht mit ihr kämpfst, verstehe ich nicht. Weil wir zum Ende des Spiels wollen. Wir sind jetzt so nah dran, jetzt wird nicht hier nochmal rausgezögert, nur damit wir die 90-Folgen-Marke knacken. Ich habe die Hauptscheinverleistung, um hier zu leben. Die frische Luft und Ruhe auf dem Berg sind etwas ganz Besonderes. Schade, dass die meisten Leute es nicht verstehen, aber sonst würden alle hier herbeiströmen und wären nicht mehr so friedlich. Der hat ein bisschen genuschelt. Den habe ich schon angesprochen. Nein. Schade, dass ihr keine Flugmaschine habt. Ich habe eine tolle Strecke eingerichtet und wenn ihr siegt, gibt es einen hammermäßigen Preis. Oh Gott, das sind dann wieder solche Dings-Level, weißt du? Wie wir auf dem Flug zu dem Dings ja. hatten. Zur Pyramide. Oh, eine Wache. Was sagt denn die Wache? Red doch mal mit der... Red doch erstmal mit der Wache. Erst die Wache. Hallo? Hey, ihr da. Hier kommt keiner ohne die Genehmigung des Dorfvorstehers durch. Der Zutritt zu den Ruinen dort drüben ist verboten. Hallo. Braucht ihr ein Zimmer? Halt, wartet. Ihr seid Cyrus. Young man. Jawohl, der einmalige Cyrus. Die Geschichten stimmen also. Seid ihr hier, um das Versprechen des großen Erfinders Sid einzulösen? Was gibt es? Ja! Pfui, ein Dämon. Nichts, mein Herr. Rein gar nichts. Wie soll ich sagen? Also wisst ihr, wie sich herausstellt, hat der große Erfinder Sid eure Flugmaschine tatsächlich gebaut. Und wir haben sie auf den Gipfel des Alpha gebracht, damit sie niemand stehlen kann. Doch sie scheint verschwunden zu sein. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war dort oben auf dem Berg und dann hat sie sich einfach in Luft aufgelöst, weil wir sie genommen haben und weggeflogen sind. Doch niemand wurde beim Betreten der Höhle beobachtet. Es tut mir so leid. Es ist schon merkwürdig, dass jemand ein solcher Diebstahl gelingen könnte. Solid Snail. Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Hey, ich weiß, das ist keine große Hilfe, aber ich kann euch eine Forschungsgenehmigung für die Ruinen der Magie in der Nähe erteilen. Sie bergen eine große Truhe, die noch niemand öffnen konnte. Für den berühmten Cyrus sollte das aber ein Kinderspiel sein. Ruinen der Magie? Eine rätselhafte Truhe? Ich bin dabei. Los, Cyrus, gehen wir. Gott, muss ich gerade viel trinken. Ich habe auch total viel Durst, aber ich kann ja jetzt nicht trinken. Nee, ich habe aber einfach nur einen trockenen Mund. Wieso kannst du nicht trinken während des Vorlesens? Kannst du doch deine Flasche aufdrehen und trinken. Ja, geh doch rüber. Das ist hier? Ja, da sind die Ruinen. Geh erst nach links. Ja, siehste. Wow, ja geil, Alter, wo müssen wir hin? Wir müssen in die Gegenwart. Ach, scheiße. Oh, das holen wir uns später. Lass jetzt erstmal die Ruinen machen, wir holen uns später. Ja, und dann das fehlt bringt uns aber nur nichts, noch... weil wir dann fertig haben. Nein, wir haben nicht fertig. Doch. Wird bestimmt noch eine Endsequenz, ein Endbosskampf kommen. Ja, und dann haben wir die dritte Kraft nicht. Nee, nee, nee. Nee, nein, 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 nein. Du gehst jetzt in die Dings abklappern. Oh, guck mal, hier kannst du eh durch die Zeit. Was ist das? Diese Truhe ist ein toller Fund. Der Beschriftung zufolge muss ihr Inhalt sehr kostbar sein. Könnte es das Fragment sein, nach dem wir suchen? Zuerst müssen wir herausfinden, wie man sie öffnet. Guck mal, sogar hier kannst du durch die Zeit reisen. Also was willst du? Dieser Margelit scheint anders zu sein.
Ich mache mir Sorgen, dass er uns an einen gefährlichen Ort senden könnte. Oh. Was, wenn wir auf einem Vulkan oder auf dem Meeresgrund landen? Oh. Was meint ihr, Cyrus? Sollen wir es riskieren? Ja. Du wirst nicht erst das dritte Mana-Ding holen. Ach, das holen wir später. Das wird schon passen. Ganz wie ihr meint. Siehst du, sie ist auf meiner Seite. Ja, weil du beharrlich bist. Ja. Wir sollten mal Licht vielleicht... Wo sind wir denn jetzt gelandet? In der GBA-Welt. Nicht GBA, das ist Gameboy. Gameboy-Welt. Nach meiner eigenen Zeit sieht es auf jeden Fall nicht aus. Nee, so würde sie nicht kommen. Vernünftig. Boah, unglaublich. Was gefunden, Salia? Ein Wunder ist geschehen. Wir sind tatsächlich im Zeitalter der Magie gelandet. Seid ihr sicher, Fräulein Salia? Selbstverständlich bin ich sicher. Und ich mach mal kurz das Licht an. Es ist mir ein bisschen zu dunkel. Diese Steine stammen unverkennbar aus dem Zeitalter der Magie. Aber seht sie nur an. Sie sind wie neu. Frisch gehauen und bestens in Schuss. Womöglich dussen wir auf Magie selbst. Ach, ich kann's nicht fassen. Wie lange habe ich davon geträumt, eine Antwort auf all meine Fragen zu finden. Und jetzt ist es möglich. Die Antwort ist 42. Welche Fragen schweben euch vor? Es gibt so viele. Wo soll ich anfangen? Woher ihr Wissen stammt? Woran sie glauben? Und vor allem, warum sie auf solch mysteriöse Weise verschwanden? 42. Ihre Zivilisation hat so viele Wunderwerke hervorgebracht. Und schließlich waren sie sogar in der Lage, da durch die Zeit zu reisen, was da wohl passiert ist. Wir werden es wohl herausfinden müssen. Ich hoffe, es ist hier nicht die Rede von einer großen Katastrophe. Jetzt klaust du mein Wasser, ja? Gib mir den Rest. Fräulein Rübke hat recht. Wir sollten dieses Zeitalter lieber selbst erforschen. Und ja, ich klaue dir dein Wasser. Ist das ein Traum? No. Die gute alte Gameboy-Zeit. So. Oh, guck mal, wir sind mitten im Meer. Nichts mit einem Berg und sowas. Siehst du das? Um uns herum ist nur Wasser. Rübka, ich rede mit dir. Ja, ja. Und trotzdem ignorierst du mich. Ja, red doch mal mit dir. Oder ein Mann? Es könnte eine Frau mit langen Haaren sein oder ein Typ mit dicken Armen. Red doch einfach mal. Ich würde sagen, eine Frau. Ihr seid sonderbar gewandet. Aha, ihr habt einen Halbmenschen bei euch. Dann müsst ihr aus dem Zentrum für Molekularforschung kommen. Die Leute dort sind etwas durchgedreht, wenn ihr mich fragt. Das ist ein Typ. Dies ist eine der anerkanntesten Stätten der Anomalienforschung. Wir studieren ihre Eigenschaften und machen unglaubliche Erfindungen. Geh doch da mal kurz rein, bevor du weiterrennst. Das klingt schon fast wie Zelda-Musik. Oh, hoffentlich werde ich da nicht geclaimt für Zelda-Musik. Die... Guck mal, das sind die Typen vom Anfang. Das ist der ganz zu Anfang aus dem Spiel. Erinnerst du dich noch? Nein. Da waren wir doch auch in dieser grünen Welt, als wir die Steuerung gelernt haben. Und dann sind drei Typen aufgetaucht, die uns irgendwie angesprochen haben. Die Mageliten wurden dazu konzipiert, Daten aus der Anomalie zu erheben. Sie sind allerdings noch nicht einsatzbereit. Vielleicht werden wir uns eines Tages frei im Zeitkontinuum bewegen können, wenn man so will. Die Anomalie lässt sich bis zu unseren ältesten Aufzeichnungen zurückverfolgen. Aber erst in den letzten Jahrzehnten haben wir begonnen, ihre Beschaffenheit zu untersuchen. Die Daten waren äußerst erhellend. Vielleicht kann unsere Forschung das Ende der Zeit abwenden.
Danke, dass du mal wegdrückst, bis ich fertig gelesen habe. Ja, damit du lückenlos weiterlesen kannst. Das Ende der Zeit ist nah. Die große Katastrophe, die die Zeit selbst verschlingen wird. Wir müssen herausfinden, wie wir sie verhindern können, damit nicht alle Existenz zu existieren aufhört. Schon wieder eine große Katastrophe? Gott. Ach du Scheiße, sind das viele Leute. Guck dich erstmal um und nicht sofort mit dir im Reden. Oh, eine Truhe. Links von dir eine Truhe. Oh, okay. Was ist, wenn du hier runter gehst? Dann kommst du. Okay. Ja, gut, dann lass mal mit einreden. Aber dann werde ich jetzt nicht für jeden die Stimme verstellen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was die Jungs im Zentrum für Molekularforschung vorhaben, aber scheinbar verwenden sie unsere Daten, um irgend so eine Riesenmaschine zu bauen. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Hier in diesem Zentrum untersuchen wir die physischen Eigenschaften der Anomalie. Ihr Durchmesser hat sich in den letzten Jahrhunderten kaum verändert. Was einmal hineingerät, kommt nicht mehr heraus. An ihrem Horizont wurden Raumzeitstörungen verzeichnet. Die Anomalie scheint die Zeit selbst zu verschlingen. Verblüffend, meint ihr nicht? Das ist auch eine Frau. Ja, würde ich sagen. Einige unserer Kollegen behaupten, dass Zeitreisen Beschränkungen unterliegen und sollten und warnen vor den potenziellen Folgen. Aber wir haben höchst sichere Protokolle implementiert. Zu einer temporalen Modifikation könnte es gar nicht kommen. Schließlich gilt unser einziges Interesse dem Sammeln von Daten und nicht dem Ändern der Zeit. Selbst... Da sind sie klüger, als es unser guter Seon war. Anhand von Daten aus der Anomalie konnten wir ein furchterregendes Instrument entwickeln. Nach unseren Experimenten zu urteilen, ermöglicht es uns, beliebige Ereignisse aus dem Zeitkontinuum zu löschen, sodass sie quasi nie existiert haben. Wir nennen es den Schlüssel der Zeit. Wegen seines Potenzials für Missbrauch wurde er in 5 Fragmente zerlegt. Jedes Fragment des Schlüssels wurde einer anderen Insel übergeben. Eines von ihnen hüteten wir selbst und nach einer langen Debatte beschlossen wir es, in die Anomalie zu schicken. So haben wir sichergestellt, dass niemand jemals alle 5 Fragmente zusammenführen kann. Na toll, ihr Dösköpfe. 2 Personen stellte die dem Schlüssel innewohnende Macht ein zu großes Risiko dar. Dann wiederum wird die Welt womöglich auf eben diese Macht angewiesen sein, um die große Katastrophe abzuwenden. War es klug von uns, sie unserem Zugriff zu entziehen? Okay, komm, den will ich. Ja! Yeah.